Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir starten in eine neue Runde Wayfarer und werden mal zusehen, dass wir uns das Pump angucken. Blood and Orange. Das ist Blutorange Acerola. Der große Bauer, sehr lecker, pürierte Früchte. Da sind bestimmt auch Vitamine drin, aber ich weiß es nicht, weil ich mir diese Inhaltsstoff-Dinger auf den Lebensmitteln nie durchlese. Und das ist nur eine reine Vermutung, ehrlich gesagt. Also von daher, wer sich dafür interessiert, der muss selber recherchieren. Also der ist super lecker, dieser große Bauerjoghurt. Hat eine coole Farbe. Ich bin schwer begeistert. Ich finde am coolsten diese Acerola-Dinger. Weil als ich da zum ersten Mal auf den Deckel geguckt habe, habe ich gedacht, oh, der ist mit Paprika. Ne? Aber der sieht dann, die sehen halt, diese Beeren sehen halt aus wie kleine Paprika sozusagen. Und von daher darf man sich ja nicht täuschen, ist sehr lecker. Wer Bock drauf hat, kann den gerne mal irgendwie so ein bisschen durch die Gegend probieren. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Aber ansonsten ist es halt nur mal so die Präsentation von einem Nachtisch. Ne? Also von da darf man nicht überbewerten, was man hier so sieht in dem Video dazu. Ne? Ich sage nur ein bisschen extra Portion Milch. Ne? Und morgens warme Getränke, hier leckeren Kamillentee mit meinen grünen Mentholbonbons. Sieht man die hier? Hier sind grüne Mentholbonbons. Die verwende ich nicht nur so zum Knuspern, sondern ich packe die dann halt auch in meinen Tee, ausgepackt natürlich. Schafft nochmal einen besonderen Geschmack, der dann sehr intensiv ist. Kann man dann auch mit einem Löffelchen ein bisschen umrühren. Sieht man jetzt in einem kleinen Fenster. Dann verteilt sich das ein bisschen günstiger. Und das ist halt eine ganz gute Methode, ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, ne, bei diesen ganzen Geschichten. Wir haben ja jetzt unseren Tee fertig gemacht. Wir wollen jetzt hier ein bisschen gucken, dass wir auf die Oberfläche kommen. Wir sind bei 80 stehen geblieben. Und wir gehen dann mal locker flockig eine kleine Runde in die Bewertung. Und hoffen, dass es heute ganz gut läuft. Ne? Wir haben ein Wegkreuz am Wegesrand. Da gucken wir erstmal drauf, was wir da eventuell erkennen können. Es ist ein Wegkreuz, so viel können wir erkennen. Da unten ist eine kleine Plakette. Aufgestellt vom Konditormeister. Irgendwie sowas in der Art. Wissen wir nicht genau. Das können wir nicht ganz entziffern, leider, aber es ist sehr schön. Wir wollen schauen. Wir haben hier ein Umgebungsfoto. Nicht ins Gesicht fassen. Ne? Tragt einen Mund-Nasen-Schutz. Mund-Nasen-Schutz tragen. Allgemeine Hygiene. Regelmäßig lüften die Bude. Einmal am Tag für 10 Minuten. Aber ich lüfte quer und von daher ist das noch viel besser. Macht das einfach. Allgemeine Hygiene. Hände waschen nicht vergessen. Mundschutz tragen, wenn ihr einfach draußen unterwegs seid. Wenn ihr einfach draußen unterwegs seid und rumlatscht, einfach Mundschutz tragen. Egal, ob erforderlich oder nicht, weil dann habt ihr es auf jeden Fall gemacht und da kann euch nichts passieren. Wir gucken jetzt hier, wir sehen hier auf dem Beweisfoto, ne, auf dem Foto zur Einsendung, das hier ist wohl eine Halterung für eine Lampe, Kerze, irgendwie sowas in dem Art. Hier sehen wir das Portal nochmal, das ist super, aber wir sehen von der Umgebung nur die Büsche. Das ist nicht gut. Weil wir nämlich dann Schwierigkeiten bekommen, das zu verorten, weil auf dem Satellitenfoto, sofern man die Ecke überhaupt gut erkennen kann, werden wir voraussichtlich diese Büsche sehen und nicht das Kreuz. Das ist ja auch so ein bisschen Tarnfarben in den Büschen. Das heißt, wir müssten hier jetzt stehen und gucken, dass wir da, also das tut mir leid, ne? Haben wir Street View zur Verfügung? Bei solchen Fotos zur Einsendung ist Street View Legastheniker ist Street View die unmittelbare Hilfe, weil das kann man jetzt nicht verorten. Tut mir ganz ehrlich leid. Wir machen hier einfach nicht übereinstimmender Ort. Ich kann es nicht verorten. Ich könnte ansonsten höchstens noch skippen. Aber die Einreichung muss so sein, dass der Wayfinder alles zur Verfügung stellt, was zur Verortung ausreicht.
zur Not hier unten mit einem Link im Text zur Einsendung. Und wenn wir wie hier jetzt, ne, ein Bild haben, das identisch ist mit dem Bild für das Portal, ist das von vornherein ein schlechtes Zeichen. Hier kann uns jetzt helfen, dass es ein Sportplatz ist. Die kann man nämlich auf den Satellitenbildern in der Regel ganz gut erkennen. Und da gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wir sehen einen Sportplatz und auf diesem Sportplatz, da ist ein Basketballfeld. Das kann man so sehen. Was ist denn da in der Nähe? Sporthalle, Carsten, das ist also von einer Sporthalle. Wird von Vereinen genutzt, kann man dann also zu den Öffnungszeiten benutzen. Das heißt, wir können es sehen, ist ein Basketballfeld. Basketballplatz, rumstibums, sicherer Zugang, dürfte gewährleistet sein. Zumindest zu den Öffnungszeiten. Man kann ja auch Flughafenterminals als Wegpunkte einreichen. Ist ein Sportplatz, ne? Und wir sehen hier Basketballkorb, Sportplatz. Das ist einfach nur ein Basketballfeld, so wie das aussieht. Und vielleicht auch ein Handballfeld. Hier sehen wir auch den anderen Korb. Karstenstraße, Sporthalle Karstenstraße, Basketballfeld Karstenstraße. Wir gucken uns das auf Maps an. Ich versuche gerne mit Wayfarer auch Maps zu verbessern. Und da kann man hier unten einfach auf das Google-Emblem klicken. Dann landet man bei Maps, so wie ich das eben gerade gemacht habe. Und hier haben wir das schöne Basketballfeld. Der Zugang erfolgt über die Karstenstraße. Und da gucken wir mal, ob das eine Google-Location hat. Das heißt, wir scrollen erstmal ein ganz klein bisschen raus, damit wir hier so ein bisschen die Locations angezeigt bekommen. Haben dann hier noch unsere Fotoleiste, die hilft auch manchmal für Wayfarer für die Verortung von den Wegpunkten. Was auch hilfreich sein kann, ist es, sich die Google Location in der Region anzuschauen, die unmittelbar um den angeblichen Waypoint liegen sollen, weil man manchmal bei den Fotos dort, zum Beispiel wenn man in einem Restaurant aus dem Schaufenster hinausgucken kann, dann kann man manchmal den Waypoint auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen. Das ist mir schon passiert, von daher kann man da auch immer schön recherchieren. Und auf Maps steht einem natürlich, sofern vorhanden, auch Street View via Hagman zur Verfügung. Hier nicht. Und hier gucken wir mal, ob wir hier dieses Basketballfeld eingetragen haben. Dann tragen wir nämlich hier einen fehlenden Ort ein. Dann kann man da Basketballfeld Karstenstraße, Basketballfeld. Und wenn man hier unter der Rubrik Ort hinzufügen ist, geht man immer noch mal hier auf die kleine Karte mit Linksklick, stellt die auf Satellitenansicht, zoomt da schön rein, packt den Pöppel immer mitten auf die Google Location, immer mitten drauf. Hier gibt es keine Ausnahmen. Und dann klickt man auf Fertig hier unten. Weil Google dann nochmal prüft, gibt es das eventuell schon. Zack. Zack. Und es gab jetzt direkt keine Rückmeldung, deswegen müssen wir gucken, ob es dann eventuell zu einer Google-Location wird oder nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Basketballplatz, der soll auch auf jeden Fall auch schön durchkommen. Dann haben wir direkt am Anfang auch nochmal gezeigt, dass man bei Wayfarer, wenn man da aktiv ist, auch für Google Maps was machen kann. Kinderschleppe, Skilevel für Anfänger, Kinder und Anfänger. Hä? Was soll das denn sein? Wir sehen ja zumindest ein Haus mit markanter Architektur. Ich kann hier überhaupt nichts erkennen. Was ist denn das? Ne, das ist doch nur eine Holzhütte. Steht da irgendwas oben dran? Hier oben ist mit Kameraüberwachung, das ist ja schon mal sehr sinnvoll. Wie geht denn das hier? Wie findet das denn statt? Was ist denn da? Zeigen wir mal. Also bislang haben wir nur eine kleine Holzhütte. Und was haben wir da? Das hier ist so ein Ding, da sieht man diese Pöppel da auf dem Beweisfoto. Und dann kann man hier sich einmal hin und her quasi im Kreis gedreht werden, oder wie? Und dann kann man üben, einen Lift zu verwenden. Okay. Dann haben wir das ja auch gelernt. Ne? Wir gucken mal, ob wir das auf dem Satellitenfoto ein bisschen so die Anlage können wir erkennen. Die kann man von da aus auch erreichen. Wir können sie sehen. Stadtmöbel, Spielgerät. Ich würde es eher als Spielplatz bezeichnen. Ne? Das ist dann so ein bisschen.
Wir können es auf dem Satellitenbild schon erkennen, aber hier auf dem Portalfoto hätten wir auch noch interessante Architektur, also markante Architektur, um sie auf dem Satellitenbild erkennen zu können. 3, 3, 3 machen wir so. Und hier ist übrigens dann das Gebäude, das ist so rüber fotografiert in diese Richtung. Zeigen wir mal ganz kurz. Darüber fotografiert. Ne? Wir sehen hier diese Kante und hier dieses schräge Dach. Funktioniert also alles super hier. Und weißt du was? Historisch-kulturelle Bedeutung. Nee, 4 kriegst du nicht. Optisch einzigartig. 4. Okay. Dann machen wir hier auf Absenden. Viel Vergnügen mit dem neuen Waypoint. Ich hoffe, dass er schnell zur Entstehung gelangt. Eine sehr schöne Flagge, zu Weihnachten auch beleuchtet. Weil zu Weihnachten auch beleuchtet, aber gerade nicht, oder was? Soll das hier die Beleuchtung für diese Fahne sein? Das soll ja wohl ein Witz sein. Und diese Fahnen haben überhaupt das Problem, dass die sehr schnell verschleißen, wenn sie im Wind flattern. Weil die fransen immer an den Enden aus, weil die wie so eine Peitsche hin und her schlagen. Da kommen die auf erhebliche Geschwindigkeiten und deswegen wird das Material in Anspruch genommen und dann gehen die kaputt. Und ich weiß nicht, was das für eine Flagge ist und was diese Flagge bedeutet, aber wir wissen, Flaggen können ausgetauscht werden und dann könnten da hässliche Flaggen hängen. Und deswegen machen wir das hier schön weg und sagen saisonale vorübergehende Einrichtung, einfach ein Pfosten, weil wenn die Fahne weg ist, ist hier nur noch so ein Pfosten, ja? Und einfach nur ein Pfosten bringen wir nicht auf die Spieloberfläche. Ne? Hier sagen wir dann vorübergehende oder saisonale Einrichtung, ne? Weil so Flaggenzeichen. Nee, nee. Nein, 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 nein. Graffiti-Bobbycar von einem Bildschirm abfotografiert. Man sieht den Moiré-Effekt sogar. Nee, das könnte auch von dem Graffiti-Sprayen sein noch. Hier sieht man möglicherweise einen Moiré-Effekt. Ist ein bisschen mit Weichzeichner kaschiert worden. Aber hier sieht man ihn ganz deutlich. Also ich kann ihn hier jetzt bei mir sehen und das ist ein ganz klarer Moiré-Effekt. Das heißt, man sieht so kleine Kacheln, weil ein Bildschirm abfotografiert worden ist. Aber das soll man doch nicht. Das ist doch, stellt doch einen Missbrauch dar und dann darf man das hier melden. Dann kann man nämlich hier auf Missbrauch gehen. Vorschlag, also ob da jetzt sowas ist oder nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt Leute, die da irgendwie Street View ausschneiden und einreichen. Sowas fliegt auf. Und ich nenne das einfach mal Moiré-Effekt. Und hoffentlich kriegen die Leute Ärger. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ein bisschen doof und unfair gegenüber den Leuten, die sich draußen bewegen und das Abenteuer eigentlich erleben, was den Spielinhalt bietet, nämlich die eigene Umgebung oder andere Umgebungen zu entdecken und zu erforschen und so. Das macht man irgendwie vom Schreibtisch aus, wo ich jetzt ja auch gerade sitze, nicht so gut. Ne? Da kann man, wenn es draußen kalt ist und man nicht so gerne draußen unterwegs ist, obwohl es ja eigentlich nur falsche Kleidung, kein falsches Wetter gibt, nicht so gut. Und deswegen sollte man dann draußen unterwegs sein, sich ein Fahrrad organisieren, reparieren. Ich müsste mein Fahrrad reparieren. Ich habe da sowas von keinen Bock drauf. Weil dann passiert sowieso nur wieder das Nächste. Das wird dann wieder ein bisschen beeinträchtigt. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist am Rathaus. Das ist so ein kleines Kabuffilein und hier hinten siehst du den Weg. Wir haben hier Foto zur Einsendung. Du siehst nur diesen Weg mit Parkplätzen. Das sind magere Informationen. Wir wissen, dass hier hinten noch ein weiterer Weg herumgeht. Und wir sehen hier einen Weg mit Parkplätzen. Mal gucken. Das ist um das Ding herum fotografiert und du siehst die Parkplätze ja von hier aus. Zack, das ist so runter fotografiert. Das Ding ist da. Ich bin davon überzeugt. Du bist eine Karte einfach. Ne? Genau. Karten sind immer Schatzkarten. Denk daran. Hier findet man in der Regel wichtige Informationen für zusätzliche Einreichungen. Kann man sich da so abfotografieren, wenn da was eingetragen ist, dann geht man dahin, zack, und hat dann sein Kontingent ganz schnell aufgebraucht an tollen Wegpunkten, die man anreichen kann. Wenn ihr hustet, in die Armbeuge. Ne? Nicht in die Hand und so. Hände waschen, aber nicht vergessen. Hexenhäuschen, frühere Vogelvoliere, umgebaut zu einem gemütlichen Gartenhaus. Bei Familie Lange? Was soll das denn? Das geht nicht. Das geht nicht. Titel oder Beschreibung? Für Schlor, den Titel und nicht relevant ist. Name der
Anwohner. Aber auch nur womöglich. So, weg damit. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also selbst wenn man da selber zu der Familie gehört und sagt, wir möchten unbedingt unser Nämchen drin haben. Nee, 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 das machen wir nicht. Was haben wir denn da? Bäumchen, Bäumchen, andere Bäumchen. Hier unten sieht man schon eine Tafel. Wir gucken ja auch immer schön nach Duplikaten. Haben wir nicht, haben wir nicht. Hier hast du Baum des Jahres, Rotbuche, Rotbuche im Sommer. Hier hätte ich vielleicht Baum des Jahres 1999 in die Beschreibung geschrieben und einfach Rotbuche als Titel genommen. Als Unterscheidungsmerkmal. Aber das ist Geschmackssache. Das kann man so halten wie die Leute vom Dach sozusagen. Und wir machen das dann so. Scheint hier sehr interessant zu sein. Gibt auch was mit Bienen und hier ist auch noch irgendwas, wo man da ein bisschen einen Aussichtsturm haben soll. Das ist ja mal eine coole Geschichte. Sowas hätten wir hier auch gerne oben am Papenberg, sodass man über die Baumwipfel hinausblicken kann, um tatsächlich einen Rundumblick zu haben an dieser Anhöhe. Das fehlt nämlich noch bei uns irgendwie so ein bisschen. Ich sage mal, was haben wir denn hier? Können wir nicht sehen, müssen wir raten. Kriegt er drei, machen wir weiter. Entdecken Sie die reizvolle Bad Wildunger Innenstadt. Oh ja. Aber hier haben wir schon mal Hinweise auf weitere Dinge, die man einreichen kann in diesen Dingern. Also, das ist auf jeden Fall eine Karte. Karten sind immer toll, sogar mit QR-Tag. Und hier sehen wir so ein Pünktchen. Ihr Standort. Soll das hier der Standort sein? Wir rufen die Karte mal, machen die ein bisschen größer, damit man ein bisschen gucken kann. Was bist du? Du kannst weggehen. Du kommst hierher. Hier sehen wir dann hier unten ihr Standort. Rums, 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 rums. Und der Standort soll dann hier quasi an dem Rand der Karte sein. Man geht also dann quasi von hier aus erstmal durch die Botanik in diese schöne. Denkst, ja, hier kann man noch andere Wegpunkte entdecken. Das ist doch eine feine Geschichte. Dann hast du da eine ganz tolle Karte. Karte. Hier ist das Beweisfoto und da wird uns hoffentlich dieser Pavillon. Hier ist erstmal top. Wir haben einen Teil des Wegpunktes im Bild. Das heißt, wir wissen, es wurde zum selben Zeitpunkt dort aufgenommen. Und hier haben wir einen Pavillon, der relativ frei steht. Mit dem werden wir das hoffentlich gut und sicher verorten können. Das scheint also sehr gut eine Einreichung zu sein, mit der wir dann das wohl auch hinbekommen werden. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist immer gut, wenn man hier so sieht, dass die Leute immer weiter sich verbessern für die Region, bei den Einreichungen, um ihre Region aufzuhübschen. Und da hinten sehen wir diesen Pavillon. Jenen. Und wir wissen, wir sind nicht weit davon entfernt und hier ist eine Matschstraße. Hier sehen wir Matsch. Macht so einen kleinen Bogen die Straße. Das heißt, das Ding ist hier, da, wo der freie Platz ist. Dann kannst du das so mit dieser Matschstraße fotografieren, weil diese Quellenstraße, da ist nicht drüber hinweg fotografiert worden. Wenn das Ding hier so eine Kurve geht, dann siehst du dieses Gebäude. Es muss aber irgendwie fotografiert worden sein, dass man hier runter fotografiert, den Weg entlang. Dann wäre das Ding hier wohl. Weil hier haben wir ähnliche Gebilde nicht. Das ist nur dieses eine Kunstwerk schreitende Kurparkspitze. Das ist die Kurparkspitze. Das Ding steht hier und das ist so rüber fotografiert worden, damit man hier diesen Weg sieht. Und dann hier dieses Pöppelchen. Kommt das jetzt hin? Ich mir das mal nicht vorstelle. Nee, das muss so rum fotografiert worden sein. Dann muss es ungefähr hier, müsste es hier stehen. Das kann aber auch nicht sein. Wie kriegt man denn dieses Ding auf die linke Seite des Fotos?
Müsste es so fotografiert worden sein. Auf die rechte Seite des Fotos. Da steht es nicht, weil es nicht über die Straße fotografiert worden ist. Weißt du was? Warum mache ich mir überhaupt Gedanken? Das ist doch ein bisschen schade, dass du das nicht richtig platziert hast. Machen wir das so, dass der Ort nicht übereinstimmt ist. Du hast nicht über die asphaltierte Straße hinweg fotografiert. Stein auf dem Kreisverkehr. Und was ist das für ein Stein? Das ist einfach nur ein Stein. Ein Stein auf dem Kreisverkehr. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass das Zentrum des Kreisverkehrs nicht mit einem Zebrastreifen verbunden ist. Dann haben wir einen ganz tollen Fall aus den Kriterien selber, dass man hier mitten auf den Kreisel, dieser Schotterweg ist kein Bürgersteig, das ist für Autos, damit die sich nicht direkt kaputt fahren, wenn sie dem zu nahe kommen. Man hätte hier für Wayfinder einen virtuellen Punkt auf dem Bürgersteig setzen können, vielleicht, um hier eine Sichtlinie zu haben auf diesen Pöppel, aber das ist einfach nur ein Stein mit einer Nummer oben drauf. Ist auch nicht so geil. Und hier fehlt der Zugang für Fußgänger von dem Kreisel selber. Also machen wir das so. Also Zugang für Fußgänger könnte man eventuell auch so interpretieren, wenn man das mit dieser Sichtlinie macht, so wie ich das mache. Ne, was ursprünglich bei den OPR-Kriterien mal zu einer Ruine geschrieben worden ist. Dann hätte man womöglich da das Kriterium Zugang für Fußgänger, wenn es leicht möglich wäre, nach den Gesetzen der Physik, ja, dorthin zu gelangen, aber nicht sicher. Ne? Das heißt, hier müsste man eine Straße überqueren. Es wird zwar von Leuten erwartet, dass sie in der Lage sind, eine Straße zu überqueren, bei dem Spiel insgesamt, weil das ja draußen stattfindet. Hier aber dann ganz plötzlich nicht mehr. Und das ist auch ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Man soll draußen spielen und sich da bewegen im normalen Straßenverkehr und die Portale und so aufsuchen. Aber hier ist man dann zu doof, nach rechts und links zu gucken, um sicher die Straße zu überqueren und dorthin zu kommen. Das ist ein bisschen komisch. Aber es ist das klassische Beispiel aus den Kriterien für den Zugang für Fußgänger, der dann nicht gegeben sein soll. Aus unerfindlichen Gründen. Aber weil das so widersprüchlich ist, ne? Die Leute können einerseits nicht nach rechts und also bewegen sich durch die komplette Stadt, ne? Benutzen öffentliche Verkehrsmittel, gehen über Fußgänger, über Wege, benutzen Ampeln, alles Mögliche. Aber sie können dann bei der nächsten Straße, wenn dann Wegpunkt irgendwo platziert sein soll, nicht nach rechts und links gucken, um dort sicher hinzugelangen, nach den Kriterien von Niantic. Wird unterstellt. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Bitte schön. Ihr wollt, dass das hier nicht für Fußgänger erreichbar ist, dann bitte machen wir das nicht. Und ansonsten hätte man den Pöppel auf den Bürgersteig davor setzen können und sagen Sichtlinie, aber Kreisverkehr ist das klassische Beispiel, was sich direkt in den Kriterien findet. Soll ich euch das ganz kurz zeigen? Wir machen das hier nochmal zu den Kriterien. Ablehnungskriterien und dann haben wir hier missbräuchlicher Ort. Sehen wir hier den Kreisel irgendwo direkt einfach bei den Bildern? Ne, sehen wir nicht. Hier ist das hier ein unsicherer Ort, der nicht für Zugänger, für Fußgänger zugänglich ist. Der Ort ist ein. Auf jeden Fall soll das hier sein. Du hast eine Straße und du kannst nicht nach rechts und links gucken. Also du bist dazu zwar körperlich in der Lage und du machst das den ganzen Tag, wenn du vorsichtig eine Straße überquerst. Ich wohne allerdings auch in einer ländlichen Region. Also es gibt hier Straßen, da kommt einmal die Woche ein Auto lang. Ne? Und hier wird dann halt gesagt, nee, hier ist es ein bisschen zu doof, da kommt man nicht hin. Das hier wäre so das Beispiel Kreisverkehr. Ne? Dass man da das dann nicht hat. Wir gehen dann wieder zu den Bewertungen zurück. Ist es noch da? Okay. Dann machen wir jetzt hier, bitteschön, Ort Fußgänger, nicht Zugang für Fußgänger. Tschüss.
Das ist total ein ganz wunderbarer und sehr schöner Briefkasten, der offenkundig hochmobil ist, weil der steht da nicht. Den hat irgendjemand, vielleicht ist er sogar aus Plastik, ne? Dass er den beim Baumarkt gekauft hat und hat dann gesagt, wollt ihr einen Waypoint haben? Ich habe einen Briefkasten, der sieht toll aus. Dann fährt er irgendwo hin, stellt den vor den Bordstein mitten auf die Straße und dann lassen die Leute sich dann einen Waypoint eintragen. Hier ist eine Straße. Oder vielleicht, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding dahingestellt worden für die Einreichung, habe ich den Eindruck. Ne? Da bin ich böswillig, was das betrifft. Und das ist die Albert-Schifter-Straße. Und selbst wenn das hier, ist auch kein Street View, selbst wenn das hier irgendwie ein bisschen verkehrsberuhigt ist oder nicht, steht das Ding immer noch mitten auf der Straße, auf dem Platz und ist ganz sicherlich nicht permanent dort installiert. Das ist Baumarkt. Wurde dort nur für die Einreichung kurz abgestellt. Absenden. Das ist ja sehr traurig. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Nachbarschaftsbegegnungsbank. Nachbarschaftsbegegnungsbank. Die wird sicherlich häufig benutzt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, oh, hinten sieht man sogar ein Spielgerät statt Möbel. Das ist auch schon ein Wegpunkt. Und jetzt wollen sie noch die Sitzgelegenheit für den. Für das Dings dabei haben. Ist es da? Ja, es ist da. Und die kann man, es auch, stellt auch eine gute Verbindung dar, wenn man da so lang läuft. Ich bin davon überzeugt, dass die Bank da steht. Was bist denn du? Stadtmöbelbank. Mach mal so. Dann kommst du wahrscheinlich nicht durch, aber du bist eine Bank halt, ne? Für den öffentlichen Platz finde ich es ein bisschen mager. Sicherer, also in der Walachei wäre es natürlich was anderes. Sicherer Zugang ist auf jeden Fall gegeben. Optisch einzigartig. Drei. Bei hier kriegst du 5 jeweils. Mach mal absenden. Viel Spaß damit. Ne? Funktioniert schon. Kommst du so durch? Kreativgarten. Oh, hier haben wir super schöne Mosaikfliese. An der Grundstücksgrenze zum Betrachten. Hier sehen wir ein tolles Panoramabildchen, wo du das nochmal siehst. Eine Straße und einen Park. Und dieses Bildchen ist leicht schräg. Und da gibt es dann Leute, die dann sagen, oh, die Ausrichtung. Aber ich glaube, dass und bei Ausrichtung, bei dem Foto, nicht Kreativität erstickt werden soll, sodass man Bilder schon leicht, damit sie auf dem Scanner besser wirken, kippen kann, also anschrägen kann. Mit der Ausrichtung bei den Fotokriterien ist eher so eine 90-Grad-Geschichte gemeint. Ne? Dass man da also das Bild richtiggehend gekippt hat. Ja, also um eine Kante. Oder dass es auf dem Kopf steht. Ne? Und dann machen wir das so, machen das so. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Und wir haben da auch Anjas Kreativgarten eben gerade gesehen. Was bist denn du? Wandbild, du bist eine Mosaik. Mosaikfliese. Und dann gucken wir mal, ob es da irgendwie so einigermaßen Dings sein kann. Wir haben hier diesen Park gesehen mit den Bäumchen. Ich bin für 4 Sterne davon überzeugt. Das heißt, wir brauchen. Hier war jemand so smart, das ist smart, eine URL anzugeben. Brauche ich nicht aufrufen, weil ich davon überzeugt bin, dass es da bin. Und Kreativgarten, Foto kreativ gestaltet, passt beides gut zusammen, finde ich. Ne? Dann wollen wir das dabei haben. Slalom, Pfeiler, Beton, Beton. Pfosten, Pfosten, Slalompfeiler. Spielgeräte sind da, wo man sie als solche erkennt. Ne? Die einen betrachten es als Poller, damit die Autos daran zerschellen, wenn sie hier auf diesem Bereich mit dem Schild fahren wollen. Und die anderen sagen, oh toll, hier kann ich Slalom laufen. Das ist korrekt. Spielgeräte sind dort, wo man sie als solche erkennt. Dennoch machen wir das mal. Ich nehme es an. Wenn da jemand das als Spielgerät so für sich erkennt, dann ist das also eine Kreativleistung, die man da dementsprechend auch belohnen sollte, denke ich mal. Das ist fein, das ist ein Spielplatz. Für Leute, die dann da dementsprechend beaufsichtigt werden und dann, oder für Erwachsene, die dann dementsprechend sagen,
Ich könnte hier auch Bockspringen versuchen und mich verletzen. Das wäre total lustig. Ha, ha, ha. Ne? Wir sehen auch die Pfosten hier bei diesem Bereich. Also wir geben hier 4 Sterne, weil wir nur einen Pfosten haben. 5 Sterne. Viel Spaß damit. Ein kreativer Wegpunkt. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal sehen. Stellhäuschen am Güterbahnhof. Kann man das denn zu Fuß erreichen? Ne? So eine Art Tower bei dem Dings, wo die Weichen so ein bisschen hin und her gewuselt werden. Und wir können nicht sehen, dass man das zu Fuß erreichen kann, dein Stellhäuschen. Das hast du nämlich selber von der gegenüberliegenden Seite über Bahngleise hinweg aufgenommen. Und wir können nicht riskieren, dass Leute über die Bahngleise laufen. Und von hier aus sieht man hier eine Einfriedung, wobei wir nicht wissen, ob sie sich hier fortsetzt. Und dann wäre dieser Wegpunkt nicht zu erreichen. Das ist für Fußgänger nicht erreichbar. Da besteht also wirklich eine fiese Gefahr, ne? Weil wenn so ein Züglein über einen drüber huscht, ne, dann ist schon schwierig, das zu überleben. Also von daher würde ich vorschlagen, das Ding bei Ort Zugang für Fußgänger. Dann schreiben wir darüber Gefahr. 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 Ne? Das ist dann so ein bisschen nicht widersprüchlich, ne? Weil bei diesen Bahngleisen, das ist eine Geschichte, Züge machen im Allgemeinen, also je nach Zug, nicht so viele Geräusche wie ein Auto. Sie sind plötzlich da. Da guckst du aber ganz doof. Afrikambo? Afrikambo. Das hört sich so an wie Rotzeder. Lebt denn der alte Rotzeder? Oder Brethering, Brathering. Wunderschön angelegte Afrikambo, das neue Zuhause der Elefanten. Wunderschön angelegt. Man muss sich den Schnee wegdenken und dass sich das bei Sonnenschein vorstellen. Ne? Dann sieht es schön aus. Da wohnen jetzt Elefanten, das ist doch schön. Ne? Tierparkstationen sind ja alt hergebracht als. Und das hier ist, wir sehen jetzt aber hier gar keine Elefanten auf dem Street, wo Foto, aber wir haben hier so einen kleinen Bagger. Brumm, brumm. Zack, was haben wir da? Jo, das können wir hier auch feststellen, dass sich das dort befindet. Wir sehen es nämlich auf dem Satellitenbild und du bist. Gibt es das? Zoo, Unterhaltung. Okidoki, das ist ja sowas Ähnliches wie YouTube dann, nur mit Tieren. Obwohl, es gibt ja auch Katzenvideos im Internet angeblich. Wir machen hier mal auf Absenden und wünschen viel Vergnügen mit dem neuen Wegpunkt. Arche. Treffpunkt für Jugendliche. Zentrum für offene Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in der Region. Eichsfeld, Südharz, Lindenberg. Das ist ein Wegpunkt. Das ist nämlich kein Kindergarten, keine Schule, sondern das führt dann möglicherweise die Leute auch. Also die Zielgruppe wird dann möglicherweise von den Spieloberflächen an einen für sie wichtigen Ort geführt. Ne? Das gehört dann zur Daseinsvorsorge. Und das wollen wir dann gerne mit draufbringen. Weil sich das sehr gut ergänzen könnte. Was bist du? Basketballplatz, das ist normalerweise in der Nähe von so einem Jugenddingsbums. Hier haben wir einmal Parkplätze vor einem Fachwerkgebäude. Da kann man aus den Fenstern rausgucken. Oh Wunder, dass das bei Fenstern geht, hätte ich jetzt nie so gedacht. Hier geht es um die Ecke. Das hier ist der Basketballplatz. Und das hier ist wohl dann so der Aufbau dabei. Ich glaube dir, dass du da bist. Viel Vergnügen. So, und dann wollen wir mal gucken. Mahlsfeld, unsere Partnergemeinden. Das Wappen der Gemeinde Mahlsfeld neben denen seiner Partnergemeinden verewigt auf einer Plakette neben dem Rathaus. Das ist cool. Das ist mal was Vernünftiges, weil diese Dinge mal was anderes sind als diese blauen Schilder an den Ortseingängen, die so maximal, wenn man es positiv betrachten möchte, Lippenbekenntnisse darstellen. Aber wenn man da so einen schönen Felsen direkt vors Rathaus setzt und dann so eine Plakette daran befestigt. Das kann ja, manchmal sind ja Felsen bei Rathäusern, wo Parkplätze bestehen, angebracht als Bordsteine, damit Fahrzeuge daran zerschellen, wenn sie wo parken wollen, wo sie nicht hingehören. Und da kann man noch ganz leicht auch
einen Hinweis auf bestehende Partnerschaften dran anbringen. Wenn man 3D-Drucker hat und dann das ausdruckt, geht man in das Rathaus und sagt: Guck mal, wir haben hier was Lustiges. Dürfen wir das bei euch draußen an den Bordstein tackern? Zack, fertig ist der Wegpunkt. Aber hier sieht es auch so aus, als ob das sogar tatsächlich mit Wissen und Wollen der Gemeinde erstellt worden ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Das Rathaus ist natürlich ein sehr eigenständiger Wegpunkt. Er ist eigentlich möglicherweise, das ist jetzt schwierig in der Abwägung, was ist höher, qualitativ hochwertiger? Im Sinne von Niantic. Und ich glaube, hier wäre vielleicht sogar das Denkmal für länderübergreifende Partnerschaften, weil da Menschen zusammenkommen, ja, aus unterschiedlichen Kulturkreisen und dass es ein Zeichen von Freundschaft ist. Vielleicht sogar höherwertiger als das Rathaus im Rahmen mit der Daseinsvorsorge und dem Hinweis auf Bestehende. Ist sehr schön fotografiert, weil wir haben hier bei dieser Geschichte einmal bei Pokémon wird so ausgeschnitten und Ingress ist dann fast so ein Quadrat, sieht also dann ganz toll auf dem Scanner aus. Das ist eine Top-Einreichung. Herzlichen Dank dafür, weil das ist eine Bereicherung für die Spieloberfläche. Ist also supi dupi toppi hoppi toppi da. Dann machen wir hier Peng, 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 Peng. Da kommen die Sterne. Zack, noch einer. Und hier sehen wir auch nochmal, hier werden wir wahrscheinlich das, nee, das ist so fotografiert, dass wir es dann nicht sehen können. Hier hast du Rathaus als Waypoint. Du hättest sogar noch Uhr als Messgerät Waypoint und du hast ein Wetterfahren, ist auch ein Messgerät, ne? Wie Barometer und Hygrometer, Thermometer, Zeitmessgerät, Windrichtungsmessgerät, ne? Also von daher gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ist natürlich sehr nah an dem anderen Wegpunkt. Jetzt müssen wir gucken, wie es gesetzt wurde. Wir wissen, dass der Pfosten hier steht, ne? Der muss schon da so davor stehen, dass man den dann da gucken kann. Ist ein Denkmal. Ich hoffe, das hat zur Entstehung gelangt, trotz des Abstands. Ich bin inzwischen der Ansicht, ich habe das früher mal anders vertreten, dass man die Abstandsregelung bei Wayfarer, also zwischen den Pokestops und zwischen den Portalen, also bei den Spieloberflächen, das sind ungefähr 20 Meter, sollte man kippen. Wieder, ich habe am Anfang gedacht, das ist irgendwie ein bisschen hinderlich, wenn das so zugepflastert ist, aber man sieht hier auch, dass die Leute dann immer so ein bisschen geneigt sind, einen Wegpunkt so zu verschieben, dass er dann möglicherweise doch noch auf die Spieloberfläche kommt und so weiter und so fort. Und um das zu vermeiden, damit die Leute möglichst genau positionieren, damit man, wenn man die Gegend entdecken möchte, das dann auch tatsächlich findet. Es gibt immer Leute, wenn das verschoben ist, die es dann nicht mehr finden. Dass das halt gewährleistet ist. Aus diesem Grund sollte man bei den Spielen von Niantic die Abstandsregel wieder kippen. Es ist halt, dann hast du halt manchmal ganz so zwei, drei Wegpunkte, die fast übereinander liegen. Das kann bei Ingress, beim Feldbau ein bisschen nervig sein. Da muss man als Ingress-Spieler vielleicht erwachsener werden und sagen: Weißt du was, ich lasse einfach zwei von diesen Wegpunkten weg, baue mein Feld nur mit diesem ein. Wenn ich die nicht auseinanderklamüsern kann, wo sie denn auf der virtuellen Karte verortet sind, dass ich mir den Feldbau für Zukunft, also wenn man Layer baut oder so, nicht versaue. Und dann sagt man einfach, ach, weg damit, wir haben genug davon. Und dann geht es dann darüber weiter, dass man dass man diese ganzen Sachen dann halt so zur Entstehung bringen kann. Wir haben hier unsere Partnergemeinden. Das könnte man von hier aus versuchen. Ne, ist vielleicht nicht. Hoffentlich ruft das jetzt nicht auf. Gehen wir hier, machen das hier. Kopieren das. Das ist etwas, das können wir auch auf Maps hinzufügen, als Sehenswürdigkeit, damit die Leute sich darüber bewusst werden. Guck mal, was wir hier Schönes gemacht haben. Das ist auch ein Hinweis für zukünftige Generationen. Diese Partnerschaften bestehen. Wir sollten sie pflegen und erhalten, was uns da vorangegangene Generationen vorbereitet haben. Ne? Da muss man pfleglich mit umgehen, mit Partnerschaften. Die müssen gepflegt werden. Da muss man mal hingehen und sagen: Hallo, ich finde es total schön, dass wir uns partnerschaftlich da verbunden haben. Wir sollten dann dafür sorgen, dass sich auch junge Menschen kennenlernen können bei Kreativprozessen, Freundschaften, dass sich da Freundschaften etablieren, grenzübergreifend. Das ist wichtig. Das ist auch eine Maßnahme, wenn man da positive Erinnerungen hat, im späteren Leben halt auch immer so eine Maßnahme für Verständnis, für Frieden,
weckt Interesse an anderen Kulturen. Deswegen ist das eine ganz feine Geschichte, die wir da dabei haben wollen. Ne? Dann gehen wir hier auf Absenden. Weiter gucken wir nicht. Ne? Wir reichen euch nichts weiter hier für Maps an. Das brauchen wir nicht, oder? Wir haben ein bisschen wenig für Maps gemacht bisher, ne? Da ist ein Bürgergebäude, irgendwie was mit Zechen und nochmal Zechen und hier ist ein Spielplatz. Und, ah ne, wir machen hier ein bisschen Wayfarer noch. Nachdem wir jetzt ein bisschen rumgesabbelt haben mit dem Sachen, trinkt leckeren Tee. Der bringt euch nach vorne. Habt ihr meinen neuen Action-Tatsachenbericht aus Herzberg denn schon gesehen? Über den Jüsseeweg, den man eventuell asphaltieren könnte. Also ich kann die Argumente verstehen, die dann gebracht werden. Wenn man ein bisschen weiter geht, gibt es die Amanlüderstraße, die wäre asphaltiert. Dann geht man einen kleinen Umweg und man könnte sich überlegen, ist die Schotterstraße im Sommer vielleicht idyllischer, weil sie am See vorbeiführt? Wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht, ginge aber. Also man könnte sie asphaltieren und ich glaube, eine Menge Leute wären glücklich, auch und insbesondere, wenn da die Anwohner zum Beispiel mit dem Schneeschippen und den ganzen Schlaglöchern und den ganzen Dreck, den man halt in die Wohnung reinzieht. Ne? Das hier ist irgendwie schon ein Spielplatz. Sieht so aus, mit so einer fetten Sitzgelegenheit hier hinten. Da geht es wahrscheinlich um die Ecke rum, hier hinten. Dieses Haus irritiert mich dabei ein ganz klein bisschen. Aber das Haus scheint, hier ist ein Zaun. Das Haus gehört nicht zum Spielplatz. Können wir hier sonst noch irgendwas erkennen? Hier ist eine Mülltonne aufgestellt. Das heißt also, es ist öffentlich. Da geht jemand vorbei und der Zugang ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Ist ein Spielplatz. Kinderspielplaz so aus wie ein Schiffswrack. Das ist cool. Piratenboot. Piratenboote sind immer spannend. Spielgerät, Spielplatz bist du. Wir sehen hier den Spielplatz. Das ist aber auch falsch positioniert. Und der Zugang, der müsste wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ich glaube, dass es ein öffentlicher Spielplatz ist, insbesondere auch wegen dieser Abfallgelegenheit, die wir gesehen haben. Und da machen wir das dann so, dass wir das dann halt auch einfach weiter abschicken. Und uns nicht zu große Sorgen machen. Streitholzweg, Wegweiser eines Rundwegs im Naturpark Emmenlapphammer bei Schwanefeld. Das hier ist ganz eindeutig ein Wanderweg. Es wäre eher auch, wenn hier nichts stehen würde und nur so dann ein Symbol für einen Wanderweg wäre, weil die Leute das dann als Namen des Wanderweges erkennen. Es muss ja nicht immer alles unbedingt hier mit diesen Buchstaben geschrieben sein, sondern es kann auch sein, dass man Zeichen hat, also ne, dass man da keine lateinischen Buchstaben hat, sondern asiatische Schriftzeichen. Würde da auch stehen. Hier unten drunter steht noch die 17, da hast du nochmal Rundweg, Station 17. Ist also ein absoluter No-Brainer, ist da durchzuwinken. Machen wir dann hier, hier, hier. Ich würde mir an solchen Punkten eine Street View Bubble wünschen. Dass das Ding da ist, ist wahrscheinlich, weil hier verschiedene Wege abgehen. Hier hinten sieht man einen anderen Weg, der da weitergeht. Und hier geht da einer und hier. Da treffen also vier Wege aufeinander. Das ist da genau. Und wir machen hier Wanderweg. Wanderweg. Und wenn hier noch eine Street View Bubble wäre, wäre das für die Region interessant. Weil wenn Leute Urlaube planen oder Aufenthalte planen, dann gucken die ganz gerne mal bei Maps und die gucken sich dann da auch die Fotos und die Street View Bilder ab. Und wenn die dann sehen, ah, hier sind Wanderweg-Hinweisschilder und Erläuterungen und das Männchen sieht so lustig aus. Komm, da wo planen wir schon mal direkt einen Spaziergang und man sieht, in der Region wird was für Besucher getan. Das heißt, da fühlen die sich nicht verloren. Dann ist es schon wahrscheinlich, dass die Leute sich dann halt für eine Region auch entscheiden könnten. Es verhält sich nämlich so, also man weiß nicht, ob das was bringt im positiven Sinne. Aber wenn keine Informationen zur Verfügung stehen, ist es auf jeden Fall schädlich. Ne? Von daher besser noch eine Bubble machen und dann da reinsetzen, dann funktioniert das supi-toppi. Oh nein, bitte nicht. Ich bin kein Roboter. So fangen Horrorfilme an. Wenn dann dich die Maschinen die ganze Zeit fragen, Are you a robot? Are you a robot? Tell us.
Bist du einer von uns sozusagen? Hä, sonst assimilieren wir dich. Hier ist eine hochmobile Gartenzwergefigur. Der und das tut mir leid, weil die sieht lustig aus. Könnte, ja, okay, hat eine Flinte dabei, ist kein Weihnachtsmann. Dürfte möglicherweise ein Jäger sein. Hier hätte ich Schiss, dass sie geklaut wird. Zwergenhirte, Statue im Vorgarten. Ich würde sagen, das ist ein Jäger oder ein Förster. Finde ich total cool. 5 Meter groß, auf dem Sockel. Wäre das ein sehr schönes Denkmal. Was sehen wir denn da? Du hast hier möglicherweise eine Hausnummer. Sonst hätte man da auch ein kunstvolles Nasenschild. Ich würde das vielleicht versuchen, als Nasenschild einzureichen. Das, was man hier sieht. Stattdessen, weil der ist zwar relativ groß, aber der ist auch relativ einfach verschwunden. Und das Ding ist nicht so leicht von der Wand demontiert, dass man da, dass man es dabei nicht ruiniert. Ne? Also hier tut es mir leid, das ist eine saisonale Einrichtung. Wir hatten, also ich habe hier schon Geschichten gehört, hier aus der Region, wo dann Gartenzwerge echt aus dem Garten geklaut worden sind, sozusagen. Deswegen ist es hier eine vorübergehende oder saisonale Einrichtung, obwohl die Figur sehr lustig und sehr schön ist. Könnte mal ein bisschen restauriert werden. Wenn man das wollen würde. Also vielleicht mag man ja auch diese Art von Patina so ein bisschen. Hier hast du Radwanderweg. Diese Karten, wie gesagt, hier kann man es jetzt ganz deutlich sehen, dass diese Karten sehr wertvoll sind, weil du siehst hier überall, ihr radel mit deinem Fahrrad hierher und reiche mich als Wegpunkt ein, ruft die Karte, rufen diese Wegpunkte von der Karte. Dann kann man sich auf sein Fahrrad schwingen, dann hat man sehr, sehr viele Dinge. Und man hat auf der Strecke, entdeckt man dann beim Vorbeifahren, oh, hier ist ja noch mehr. Das macht ja richtig Spaß. Und dann ärgert man sich, dass man nur 14 Einreichungen hat, weil man quasi den Weg gar nicht schafft und dann nochmal aufbricht nach 14 Tagen, um dann weitere Einreichungen zu machen. Da kann man hier rumfahren, da kann man auch im Kreis fahren und dann alles vollständig machen, wenn man da Bock hat. Und dann hat man sich ganz plötzlich super viel bewegt. Und hatte unheimlich viel Spaß dabei und hat es gar nicht so richtig wahrgenommen. Ist doch echt toll. Und hier unten sehen wir sogar der Standort ist angegeben. Leider ist die Karte relativ grob. Deswegen werden wir mit dieser Standortangabe bei der exakten Verortung nicht ganz so easy zurechtkommen. Aber was haben wir hier nochmal? Hier war die andere Karte. Eck. Hier gucken wir da. Wir wollen aber mal gucken. Ne? Also eine Karte ist ein ganz heißer Kandidat. Rumsdi-bums. Portal ist öffentlich frei zugänglich. Muss ich nochmal einreichen, da ich mich am Standort versehentlich vertan habe und es über Nier entfernen lassen. Hä? Verstehe ich nicht. Wie nochmal? Du hast noch, hier ist kein anderes Portal zu sehen. Da ist ein Rastplatz. Hoffentlich ist die Karte nicht beim Rastplatz. Ne? Wir gucken mal so ein bisschen. Könnte die da. Wir sehen sie nicht. Hier sind Stühle und Bänke und so. Das ist auch wohl ein öffentlicher Platz, den man da so einreichen kann. Solche Karten befinden sich nämlich häufig bei diesen Rastplätzen. Aber das scheint ein relativ großer Rastplatz zu sein. Wäre unschädlich. Würden wir jetzt nicht so traurig finden. Wir drehen es nochmal und gucken hier, ob wir die Karte vielleicht. Manchmal kann man die sehen dann, wenn man kippen kann. Sehen wir nicht. Sehen wir nicht. Hier ist ein heller Fleck. Das könnte die Karte sein. Aber nicht mehr als ein heller Fleck. Kann auch sein, dass es irgendeine Reflexion von der Sonne ist. Wir sind vorsichtig bei solchen Deutungen. Wir sagen aber hier, kriegst 4 Sterne. Hier ist Ehrlichkeit entwaffnet, ne? Wer ehrlich ist, der kann dann da damit rechnen, auch wohlwollend betrachtet zu werden. Du kriegst 3, wir müssen immer noch raten, aber ich würde sagen, spricht viel dafür, dass es eine redliche Einreichung ist, ne? Wer weiß, wer weiß, wir wissen es nicht. Du bist eine Karte. Karte, Karte, Karte. Absenden. Ne? Schauen wir mal ein ganz klein bisschen. Geheimer Pfad. Dieser geheime Pfad wird schon seit Jahrzehnten von den Dorfbewohnern genutzt und ist möglicherweise innerhalb der Dorfgemeinschaft überhaupt gar nicht geheim. Einen geheimen Pfad, der aber auch eine nützliche Abkürzung ins Zentrum ist. Yes! Abkürzung ins Zentrum für Fußgänger, Mikromobilität. Das ist doch die Zielgruppe der Spiele. Familienfreundlich an einem Abwasserkanal entlanglaufen. Das wollen wir. Sehr schön.
Gucken wir mal. Ist denn da ein kleiner? Ja, da ist ein kleiner Trampel. Der ist sogar als Trampelpfad eingezeichnet auf Maps. Ist von daher vielleicht nicht ganz so, ganz so, ganz so, ganz so, ganz so, ganz so. Unglaublich ist so ein Trampelpfad so etwas wie eine Brücke. Es ist, ja, das sieht schon so ein bisschen Goonie-mäßig, entdeckungstechnisch aus, dass man da gesäumt von Büschen oder angenehm mit rein. Du bist wie eine Fußgängerbrücke für mich. Ne? Also von daher machen wir das mal. Wir Mikromobilität, die Leute sicher. Bei Ingress kann es wichtig sein, wenn man die Leute von der Zeller Straße fernhalten will, weil es da nicht sicher oder weil da sehr viele Autos fahren, kann man sagen, hier benutzt mal diesen Trampelpfad. Ich habe den Portal dahin gebaut. Kannst du noch zusätzliche Items abgreifen, das Erobern nicht darum betteln und so. Dann funktioniert das und du bist wie eine Fußgängerbrücke. Das lege ich jetzt ganz weit aus. Bums zu Bums. Brückenwappen, Wanderweg. Wederweg. 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 Zuck, zeig mal. Steht da irgendwas von Wederweg drauf? Wir haben hier auf jeden Fall einen super. Den könnte man auch toll als Brandeisen verwenden. Hier könnte man einen Silikonabdruck machen, wenn man mal Kekse backen möchte, irgendwie sowas in der Art. Zack, was haben wir denn da? Erinnerung an den Brückenbau 1977. Jo, 1977 steht ja auch dran. Kannst du so machen. Klar, sieht schön aus. Da ist irgendwas mit einem asiatischen Tiger. Ne? Weil die Leute ja hier in der Region, also in Europa nicht von alleine auf die Idee gekommen sind, irgendwelche Miezekatzen da in ihre Wappen anzubringen. Aber wir sehen es hier leider schon. Schade. Ich hätte es schön gefunden. Und man sieht bei dem, wo wir jetzt das Duplikat sehen, es ist wahrscheinlich auch ein Aussichtspunkt, diese Brücke, ne? Dass man hier schön mit einem Teleobjektiv hingehen kann, um zu fotografieren. Ne? Also von daher, und es sieht gut aus. Und der Löwe hat hier auch kleine Herzen, aber auch vorne, weil hier hinten sind welche, da hätte man gedacht, der pupst da irgendwie lustige Herzen raus oder so, aber das ist wohl nicht der Fall. Wir machen dann hier Markus Duplicate. Foto wird auf dem Scanner hinzugefügt. Das heißt, der entsprechende Ingress Agent erhält 500 Punkte. Und das ist dann auch was Positives dabei. Ne? Der Herr segne unser Haus. Die da gehen ein und aus. Karl Jürgens, Auguste Jürgens, gebogene Wassermeier. Klar. Wollen wir haben. Wollen wir haben. Diese Leute sind wahrscheinlich auch schon. Das sind die Leute, die das Haus gebaut haben. Kannst du auf so einem Denkmal draufpacken? Also, das ist ein Denkmal. Denkmal, Denkmal. Ein Denkmal, Denkmal von braven Leuten, die das sich dann gesagt haben. Wir wünschen Glück so insgesamt auch für zukünftige Generationen. Kann es da sein? Schauen wir mal. Wir können es nicht kippen. Wir müssen hier jetzt ein bisschen raten. Wir sehen hier. Da eine markante Dachkonstruktion mit einer Bescheißer-Etage und zwei Schornsteinen, hier in einem Vorbau mit einem Treppenhaus. Und da ist das Portal, der Waypoint, der Pokestop, nochmal zu sehen. Man kann es von einem öffentlichen Bereich aus hier betrachten, von dem Bürgersteig aus. Das heißt, wir haben einen virtuellen Punkt auf dem Bürgersteig, den wir auf der virtuellen Karte dort platzieren, wo sich in der Realität Leute aufhalten können. Wir haben einen Wegpunkt, der sich auf der virtuellen Karte halt in einem anderen Bereich befindet. In der Realität da, wo man eventuell nicht ohne weiteres hingehen kann. Das dürfte hier dennoch so der Fall sein, dass man zumindest an die Tür herantreten darf. Und eine unbehinderte Sichtlinie dazwischen, dass man da immer schön ein bisschen Sightseeing gucken kann. Ne? Also von daher ist das eine ganz feine Geschichte. Und wir knuspern das fort und sagen, wenn wir dich da, wir sehen die Architektur mit dem Bescheißer-Stockwerk, den beiden Schornsteinen, hier den Vorbau, ist so platziert, dass man da hingehen und gucken kann. Perfekt. Ich hätte jetzt noch ein Sternchen zeichnen können für die schöne Einreichung. Findling Fachwerkhaus, immer Findling als Fachwerkhaus im Dorf immer so. Weil wir ja sonst nicht andere Fachwerkhäuser haben. Hier unten steht nochmal der Ortsname. Ist wahrscheinlich
Fachwerkort, immer so ein Denkmal. Historische oder kulturelle Bedeutung? Ja, da wird darauf hingewiesen, wir haben hier so ein schönes Fachwerkhaus, Dorf mit ganz vielen Fachwerkhäusern, die wollen wir unbedingt da die Leute nochmal darauf hinweisen, wer es bis in die Mitte des Ortes geschafft hat und dem es dort dann noch nicht aufgefallen ist, ne? Der sieht dann hier auf dem Stein, Fachwerkhäuser Immensen. Und dann auf einmal sind die Augen geöffnet und man sieht die Fachwerkhäuser drumherum. Perfekt. Perfekt. Skulptur, Gemälde ist es nicht. Ich bin mir sicher, dass es da ist. Wäre ein Denkmal vielleicht sowas in der Art. Habt ihr denn euer Mahnmal Erster Weltkrieg Immensen? Das sieht so aus, als ob ihr mehrere habt. Uiuiui, was ist das? Oh, Shettys Zwergenland. Das hört sich so an, als ob da kleine lustige Ponys unterwegs sind. Wie süß. Zack. Mahnmal Erster Weltkrieg Immensen. Wo bist du denn? Du bist hier irgendwo. Oh, sogar als Sehenswürdigkeit eingetragen. Gedenkstätte Erster und Zweiter Weltkrieg Immensen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Habt ihr mal sehr vorbildlich. Super top. Ist auch hier ein sehr schönes Denkmal. Stromkasten Eileen. Nee, Alien. Was soll das heißen? Hier ist ein Text drauf. Das ist kein Alien. Das könnte man auch als Männchen deuten, aber das hier ist wahrscheinlich Graffiti mit Tags. Für mich sind das Tags. Ecce becce. Tschüss. So, gucken wir mal. Wappen der Münder Pionierbataillons, noch irgendwas? Zwerge, hätte ich jetzt gesagt. Ich sehe eine Spitzhacke und eine Schaufel. Als Harzer denkt man an Zwerge. Ne? Dürfte klar sein. Was steht dazu? Das Wappen der Mündener Pioniere, ist das ein Eigenname, entstammt aus der Tradition des 11. Hessischen Pionierbataillons, das 1901 in die hier neu gebaute Kurhessen-Kaserne einzog. Das auf dem Wappen vermerkte Jahr 1937 verlebten hier die Pionierbataillone 29 und 49. Ach, das steht 1937 drauf. Okay, das kann ja sein. Pioniere von. Die Pioniere, das sind doch die, die. Genau, die bauen Brücken und sowas, ne? Pionier lässt sich nachlesen. QS. Ich finde das gut. Das ist schön und ansprechend fotografiert. Ne? Regt zum Nachdenken an. Ihr habt da auch einen schönen rosa Kringel. Und wir hoffen, dass wir dieses Gebäude, was ja auch ein bisschen historisch aussehen kann, schön auf dem Satellitenbild sehen können. Und dann machen wir hier zack und zack. Und wir machen hier historisch-kulturelle Bedeutung. Super toll. Und dann haben wir da. Es dürfte sich inzwischen um historisches Bauwerk handeln. Und das hier sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Kaserngelände. Oder ehemaliges Kaserngelände. Und wir sehen, wenn wir hier noch ein bisschen näher ranzoomen, hier diesen Anbau. Das ist das Ding, wo das Ding dran ist. Hier. Dieses Ding hier oben, auch mit dieser Spitze oben drauf. Das ist es. Ne? Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Der ist ja auf Sichtlinie angebracht worden. Wie sieht denn das hier aus? Wir haben hier vor dem Gebäude eine Kette. Das heißt, das ist also abgesperrt für die Öffentlichkeit. Wir sehen das Wappen hier über einem verschlossenen. Das Ganze scheint so ein bisschen aufgegeben zu sein. Man sieht leider die Spitze von diesem Gebäude nicht. Das hätte ich, also man kann diese Stange erkennen, die da rausguckt. Mich hätte interessiert, ob, ja, aber es ist wahrscheinlich zu niedrig, ob da noch ein Windanzeiger oder irgendwie sowas dabei ist. Wir gucken mal, was wir da sehen. Da war was, das ist wahrscheinlich entfernt worden. Hier sehen wir Schaufel- und Dingsbumskirchen, Zwerge. Und wir wollen dann das auch auf jeden Fall gerne mit auf die Spüloberfläche haben. Ich packe diesen Standort hier um die Kante, damit man, weil wir haben gesehen, da ist Platz, da kann man sich aufhalten. Und da sieht man es definitiv, weil da könnte es sein, dass der Waypoint in dem Gebäude zur Entstehung gelangt. Und das wäre ärgerlich, weil man da nicht weiß, ob man den virtuellen Punkt durch seine Bewegung in der Realität, auf der realen Oberfläche derart betreten kann, dass man als Ingress-Spieler die Mods im Inneren von dem Portal dann mit Ultra-Strikes bespielen kann. Ne? Das muss man ein bisschen darauf achten, dass das möglich ist. Top Waypoint, würde ich mal so sagen. Zack, auch schön eingereicht, dass man den
da verorten kann. Also kriegst du auf jeden Fall hier mal ein schönes Sternchen. Und ich könnte mal so langsam meine Farbe hier wieder ändern. Zack, machen wir das so. Zup, zup, zup. Rums und absenden. Perfekto, Lomio. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Spielrutsche bei McDonald's kannst du machen. Rums. Also man kann ja, also weil das hier ist natürlich dann Restaurantgelände und da muss man gucken, ob man da hingehen kann. Aber man kann ja, man kann Kunde bei McDonald's sein und da hingehen und dann sagen hier Rutschi, Rutschi, Rutschi und dann auch mit dem Handy rumspielen und so. Kein Problem für Kinder. Es ist ja erörtert worden ein paar Mal, ob die dann halt mit auf die Spieloberfläche können. Sie können. Man kann auch Flughafenterminals, gibt es auch in einem Bereich, wo man ein Ticket benötigt. Gibt es in den USA mehrere Waypoints, da wird halt gesagt, dann kaufst du dir wie bei einem Zoo eine Eintrittskarte und gehst dahin. Man könnte auch die Rödelbahn bei der Bundeswehr als Sportstätte, als Waypoint setzen. Und wer das Portal und den Pokestop unbedingt bespielen will, der kann sich ja verpflichten, um dann da die Poke wegzufangen. Das kommt sicherlich gut. Also da muss ich jetzt gerade wegen dieser Kaserne dran denken, dass das in der Theorie vielleicht möglich ist. Ich weiß es nicht. Erholung im Freien, Spielplatz. Ja, du bist ein Spielplatz. Wir sehen dich hier auch, kleine Rutsche. Lassen wir mal so. Da vergleicht man dann hier Anlagen der Bundeswehr mit Anlagen bei McDonald's. Das passt auch irgendwie wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Bunte Bühne. Großen Englis. Okay. Das hört sich sehr cool an. Ein Ort der Kultur. 5 Sterne. Boom. Konzerthalle, Orchel Theater. Hört sich an, für mich wie ein Theater. Guck ich jetzt, wo wir keine Recherche machen, auf gar keinen Fall. Ist in dem Gebäude angelegt. Das ist schlecht. Hier haben wir so eine Rampe und ein einstöckiges Gebäude. Und hier könnte es sein, dass es sogar hinkommt, weil wir vom Schatten her sehen, dass es möglicherweise ein einstöckiges Gebäude ist. Wir sehen hier unten ein Stockwerk und unter dem Dachfirst noch 2 Fensterchen. Das scheint ein einstöckiges Gebäude zu sein, hat hier so einen Dachvorbau, den man hier erkennen könnte, wo die Rampe ist mit dem Eingang und hinten geht es ohne diese Dings weiter, da in dem Bereich. Das Ding ist da. Aber wir müssen es so platzieren, dass man auf dem Bürgersteig steht und nicht schon im Gebäude ist. Ne? Damit man das vernünftig bespielen kann. Was haben wir denn da noch? Und Kram und Zeug und hast du nicht gesehen? Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Würde ich vorschlagen, absenden. Ne? Viel Erfolg. Ich hoffe, dass er schnell zur Entstehung gelangt. Top High Quality Waypoint. Ne? Von der Art und Weise, was es für ein Wegpunkt ist. Rums, Wanderwege, Tal. Einen Standort zeigen. Ihr Standort ist der gelbe Punkt. Und der ist hier beim Parkplatz. Und da sehen wir irgendwie die Reiser. Könnte das dann eventuell so ein Bächlein sein? Zack, zack, zack. Wir gucken mal. Ist auf jeden Fall ein Parkplatz. Hier oben sieht man auch noch Wanderwege mit Namen und deren Kodierung. Ne? Mit so einer Art Mini-Legende, um da unterwegs zu sein. Zack, weg damit. Super Ding. High Quality Waypoint. High Quality Waypoint. Wanderweg ist toppi, toppi, toppi. Hier sieht man es nochmal, ne? Diese Dinge alleine hier, also die Karte ist der qualitativ hochwertigere Wegpunkt, aber diese Dinge sind auch sehr schön mit der Hand gemalt, sind Wegpunkte, Kirche Reiser und Flachstal, diese Wanderwege. Und später im Verlauf der Wanderwege sind nur solche Plaketten angebracht, die aber in der entsprechenden Richtung für den Wanderweg stehen und dessen Namen symbolisieren, sodass diese Dinger sehr gute Wegpunkte sind, die man einreichen kann und die auch genehmigt werden sollten. Wir können hier nochmal so machen. Sehr schön. Ne? Machen wir hier zack, zack. Was war das hier? Das war die andere Karte. Die lassen wir nochmal da. Wir gehen hier hin. Das machen wir aus.
Gehen dann darüber, da ist ein Wegkreuz, das wir nicht genau lokalisieren können. Auf der Karte hätte hier jetzt ein Parkplatz sein müssen, Mühlstraße, da ist kein Parkplatz. Die Brücke ist ein Wegpunkt, den man einreichen kann, ne? Bei der Mühlstraße. Und wir haben hier den Standort auf diesem Ding gesehen, da rufen wir das mal auf. Und da geht es hier über eine Brücke und da scheint ein bisschen der Weg runter dann Parkplatz zu sein. Hier unten. Da. Und da schauen wir mal auf Wayfarer, ob wir das eventuell ein bisschen schubsen müssen aus irgendwelchen Gründen. Uns zu looten? Ne, da kann man keinen Parkplatz erkennen. Das wäre auch schon zu weit. Dum, 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 dum. Aber die Unstrut fließt da. Das heißt, wir wissen, bei der Brücke ist das Ding irgendwo. Wir wissen, dass es nicht auf der Straßenseite steht. Und ich glaube, dass es hier runter die Straße steht. Weil wir auf der Karte ein Parkplatzsymbol haben. Und wir sehen bei diesem Bild, dass es links vom Weg steht. Und hier geht es auch gleich eine Kurve rum. Und hier fließt die Unstrut. Und da ist noch eine Brücke. Noch eine Brücke. Hoho. Ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. Da ist die Brücke. Wir können sie sehen. Dann steht sie wahrscheinlich eher hier. Hier geht es um. Nee, doch, es könnte hinkommen. Da. Ist für 5 Sterne positioniert. Als Einreichender sollte man sich um diese Brücken kümmern. Einmal die Brücke über die Unstrut bei der Mühlstraße, die wahrscheinlich auch ein schöner Aussichtspunkt ist, weil hier hast du so kleine Treppen in dem Bächlein, da kann man wahrscheinlich sehr schön fotografieren. Hier dürfte ein Wanderweg-Hinweisschild nochmal stehen, das man einreichen kann. Mühlstraße deutet an, dass sich hier irgendwelche Mühlen befinden könnten. Da gibt es häufig Infotafeln. Hier hast du noch eine Brücke. Ne? Da führt irgendwas drunter durch. Auf jeden Fall einreichen. Du bist ein Wanderweg. Wir machen dich über Wanderweghalfter dann bei dich ab und schicken dich dann da in die Wallach. Oh, scheiße, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit. Kreuz am Friedhof. Altes Kreuz am Wegesrand neben dem Friedhof. Jo. Da sieht man einen weinenden Engel, das ist sehr traurig und die Inschrift ist leider verblasst. Diese Kreuze waren in vergangenen Tagen extrem teuer aus diesem Gusseisen. Deswegen haben sich das also nur etablierte Leute irgendwie so leisten können. Es gab da zum Teil auch Arbeitsverträge irgendwie so, wenn man da dann verstorben ist, dass solch ein Kreuz dann angeschafft wurde, weil die Leute dann ein anderes Verhältnis spirituell zum Jenseits hatten, sage ich jetzt mal so. Historisches Kreuz direkt am Fußweg, gut zu erreichen, jederzeit zugänglich, da es nicht auf dem Friedhof an sich steht. Ich glaube, dass das ein sehr guter Wegpunkt ist. Hier über dieses Kreuz könnte man noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringen, um das zu pimpen. Hier könnte man zum Beispiel auch versuchen herauszufinden, was ist das? Also wo wurde das zum Beispiel hergestellt? Bei uns gibt es nämlich eine ganze Reihe von Wegkreuzen, die auch gusseisern sind und bei der Königshütte in Bad Lauterberg, die man sehr schön besichtigen kann, hergestellt wurden. Und solche Informationen, ne, kann man mal zur Friedhofsverwaltung gehen oder welche Kirchen das hier auch immer irgendwie so ein bisschen verwalten und mal fragen, gibt es zu diesem Kreuz eine Geschichte? Und diese Geschichte gehört in die Beschreibung des Wegpunktes, finde ich. Ne? Hier schauen wir mal, das ist nicht der direkte Weg. Warum gehen wir mal in diese Richtung? Wollen dann da gucken und da ist dieser Weg. Da hinten soll das Kreuz an der Mauer stehen. Können es hier jetzt nicht so direkt erkennen, aber wir sehen hier eine Mauer, die wie diese Mauer aussieht. Und wir sehen da auch hier diese Ecke, um die wir da rumgeguckt haben. Auf dem Foto ist das Ganze nur ein bisschen zugewuchert. 5 Sterne kriegst du von mir. Du bist ein Kunstwerkkreuz, weil es da schon kein Grabmal mehr ist. Frei zugänglich können wir hier auch sehr gut erkennen. Das ist eine super, top, sehr interessante Einreichung. Die ist sehr, sehr gut. Also zack, hier bitteschön. Rums, rums, absenden. Ne? Seilbahn, Spielplatz mit Seilbahn. Ich wollte doch aufhören. Wie weit bin ich denn? Ach, jetzt habe ich mich. 12. 112. Woran erinnert mich diese Nummer?
Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was 112 bedeuten könnte. Wo einmal eine solche Nummer, warum man die vielleicht im Sinn haben sollte. Schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre ganz, ganz lieb und super freundlich von euch, wenn ihr das tun könntet. Ich bin zwar normalerweise so ein bisschen Zahlenmonk, aber nur 112, die lassen wir natürlich stehen. Und beenden das Video hier jetzt. Denkt an die 112. Was bedeutet die 112? Bumsi Bums, da sind wir jetzt. Ich zeige euch nochmal irgendwas anderes, was toll ist. Hier hatten wir diese Brückengeschichte. Da hat man eine Karte. Und hier sehen wir einen sehr köstlichen, auch immer an Blood and Orange denken. Mit der Acerola, die aussieht wie eine kleine Paprika, aber wohl anders schmeckt. Da habe ich mich gewundert, als ich drauf geguckt habe. Der Joghurt ist super lecker. Ich bin Fan von diesem, der große Bauer Joghurt. Der ist wirklich super toll. Aber ich mag Blutorange sowieso sehr, sehr gerne. Also von daher, wer da Bock drauf hat, mal zu gucken, empfehle ich. Ganz klar. Vielen Dank an alle, die bis hierher geschaut haben. Das ist wirklich, zeugt von einem gewissen Durchhaltevermögen. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Vielen Dank.